Moin zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 auf der nordfriesischen Marsch. Und ja, wir haben ja gestern das Problem gehabt, dass irgendwie das nacheinander Abladen auf den drei Fermentern nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt habe ich den Abfahrer eingestellt, dass er nicht mehr mehrere Ziele im Ordner verwendet, sondern jeden Fermenter einzeln anfährt. Den ersten haben wir ja schon beladen. Jetzt habe ich hier mal Fermenter 2 eingestellt und er soll 2 Runden machen. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert, und dann sehen wir einfach weiter. So, was ist sonst noch los? Wir müssen erstmal gucken, wie es auf unseren Feldern aussieht. Das heißt, die 8 muss noch angesät werden. Ja. Die 1 muss gedüngt werden. Da steht der Düngerstreuer schon. Das war aber ja die Sache, dass das Feld noch nicht ganz in der zweiten Wachstumsstufe ist. Gut. Also wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir die 8 noch ansehen. Da brauche ich aber einen passenden Traktor zu. Ja, hier sind wir am Silageballen machen. Da können wir auch mal wieder einsammeln zwischendurch. Dann müsst ihr irgendwie auf Feld 40, glaube ich, war das. Da werden ja noch Heuballen gemacht. Also das läuft ja auch noch. Gucken wir mal, wie weit wir mit den Missionen heute kommen. Ich glaube, der hier wird noch eine Weile brauchen. Wir müssen gleich mal gucken, wo der Big M hier ist. Der muss ja auch hier irgendwo rumfahren noch. So, gut, da haben wir erstmal aufgeholt. Das heißt, da machen wir aus. Der Big M braucht noch 8 Minuten hier. Okay. Er braucht noch 17 zum Heuwenden. Dann müssen wir mit der Presse hier hochkommen. Ja. Ach, hier sind wir zur Werkstatt gefahren, weil das Ding repariert werden sollte. Ja. Und na klar ist der Punkt so weit da drunter, dass wir nicht rankommen. Also tun wir den mal ein bisschen hier verschieben. So, reparieren. Den Anhänger auch gleich. Dann tanken wir. Dann ist der hier erstmal so weit wieder einsatzfähig. Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen näher ran. So, jetzt wird er getankt. Das ist unser Erdefahrer. Gut, der kann weitermachen. Jo, hier fahren wir Wasser zur Rinderzucht. Das läuft auch. Hier steht der LKW. So, du bist jetzt inzwischen hier am Hof angekommen und lädst nochmal Gras auf. Wie viel haben wir denn hier noch? 100.000. Na gut, ist jetzt nicht mehr so viel. Naja, wird auf jeden Fall läuft das. So, aber wir könnten doch mal gucken, ob wir nicht irgendwo eine schöne Erntemission für zwischendurch bekommen. Sehen, sehen, Gruppen sehen, sehen. Rubbern, sehen, transportieren, ballen. Nö, gibt's gar nicht im Moment. Schade. Ja, dann nicht. So, jetzt gucken wir mal. Der Fermenter müsste ja gut gefüllt sein inzwischen. Da sind 111.000. Die anderen beiden sind noch gar nicht. Gut, das kommt aber jetzt mit dem hier.
Sofern er nicht wieder in den falschen Verwender ablädt. Das müssen wir mal beobachten. Wir haben hier Pflanzenschutz drin. Haben wir auch nichts. Nö, dann müssen wir wirklich uns darauf warten, dass wir hier weiterkommen. Ansonsten können wir gleich mal noch mal bei den Tieren reingucken, beziehungsweise bei den Produktionen, wie es da so aussieht. Ob wir da vielleicht schon wieder das eine oder andere erledigen können. Weil wir wissen ja, Geld können wir immer gebrauchen. Ja, dann lass uns doch mal jetzt als erstes bei den Tieren reingucken. Die Kühe haben wir 97 Stück. Gut, die Sauberkeit ist nicht mehr die beste, aber sonst ist die Versorgung bestens. Also Sauberkeit müssen wir auf jeden Fall mal machen. Schafen geht es auch eigentlich ganz gut und den auch. Das heißt, wir haben oder wir bräuchten einen Traktor. Da können wir den auch nehmen. Dann nehmen wir auch am besten gleich den Anhänger mit. Vielleicht können wir da unten gleich nochmal bei den Tieren Mist verladen. Ich meine, wir haben doch beim Missionssilo das Saubermach-Dingens, da die Kehrmaschine noch stehen. Die nehmen wir wieder gleich mit zum Kuhstall runter. Oder haben wir die schon wieder runtergebracht? Ich weiß es nicht. Ja, werden wir gleich sehen, wenn wir hier vorbeikommen. Dachte, dass das Ding irgendwo hier. Ja, da steht sie. Ah, guck mal. Ich bin doch nicht so ganz verblödet, wie ich manchmal den Anschein erwecke. So, komm, du gehst jetzt mit. So, den machen wir mal auf und ja, wir fahren erstmal schnell beim Hühnerstall vorbei, laden da Mist auf. Und dann stellen wir den Anhänger einfach beim Kuhstall hin. Gut, da ist jetzt nicht wirklich viel drin, so wie das aussieht. Sind wir jetzt da nicht über dem Röhrchen? Ach so, da ist wieder der Erde-Transporter im Trigger. Ja, dann lassen wir den erst schnell volllaufen. Beziehungsweise müssen den jetzt hier ein Stückchen rausfahren. Ja, guck mal, 140 Liter. Das hat sich jetzt aber gelohnt.
Dann lassen wir den mal hier stehen. So. Und dann wird mal hier ein bisschen sauber gemacht. Ja, guck mal, schon sind wir voll. Ups, einmal da rum. Ja, hier ist schon ein bisschen was an Mist, ja. Da können wir durchaus, warte mal, das machen wir gleich mal. Der da. Nicht Rinder, sondern. Wo haben wir das denn drin? Tiere. Kuhstall. Kann der schon mal hier runterkommen? Dann können wir da gleich den Mist verladen. Oh, der Big M ist fertig. Sehr schön, sehr schön. Kümmern wir uns gleich drum. Aber erstmal müssen wir hier den Kuhstall sauber bekommen. Schon wieder voll. Das geht rucki zucki hier. So, und dann holen wir noch den Rest einmal raus. Sollten das Loch auch treffen. Na, will er die kleinen Häufchen nicht? Den hat er, jetzt müssen wir noch den einen hier kommen. Wir wollen es doch schon ordentlich machen. Ja, muss reichen jetzt. So, aber. Die 20 Liter, die wir jetzt da drin haben, die leeren wir jetzt erstmal nicht aus. So, da warten wir auf den Telelader. Jetzt gucken wir mal weiter. Ach ja, er hier. Müssen wir gleich mal gucken. Hat er jetzt den zweiten Fermenter beladen? Nee. Wieso macht er nur das mit dem ersten? Das ist etwas, was ich einfach nicht verstehe. Jetzt sagen wir mal BGA Fermenter 3. Mal gucken, ob er jetzt den dritten ablädt. Irgendwie
keine Ahnung, was das soll. Liegt das, weiß ich, was haben wir da für einen Siloabstand eingegeben? Machen wir das mal kürzer. Vielleicht bringt das ja was. Aber dann testen wir noch mal BGA Fermenter 2. Oder stehen die dann immer noch einfach zu dicht? Gut, wenn das so ist, dann dürfen wir es nicht mehr automatisch befüllen, sondern müssen wir einfach ja, manuell hinfahren und dann halt selbst abkippen. Nee, er macht es wieder. Er macht es wieder. Gut, dann probieren wir jetzt einmal. Machen wir hier manuell in den Zweier rein und dann lassen wir den einmal versuchen zu fahren zum Dritten. Stehe ich jetzt so krumm da? Ach ne, jetzt kann ich abladen. BGA Fermenter 3, das ist der hier vorne. Hier haben wir BGA 2, da ja, müssen wir mal gucken, ob das jetzt so funktioniert. Ich weiß da ehrlich gesagt langsam nicht mehr weiter, was das noch sein kann. So, den können wir ausmachen. Ach ja, der Big M. Entlassen, das weg, das weg. Dann kannst du ja eigentlich zum Waschplatz einmal fahren. Ach ja, machen wir hier kurz noch. Oder nee, das machen wir morgen. Wie gesagt, ich weiß da wirklich nicht, was ich da noch machen. Ja, 200 Meter, also es ist schon die kleinste Einstellung. Bis zu dieser Entfernung zum Zielpunkt wird beladen, entladen bei erkanntem Trigger. Ja, geht nicht anders. Ja, oder wenn er jetzt den Dreier erkennt, das wäre ja schon mal sehr gut, dann könnten wir 1 und 3 abwechseln und den mittleren müsste man dann eben von Hand quasi machen. So, was sagen wir hier? Feld 4, Melzerei, Zentrallager. Maisaussaat, das haben wir ja eigentlich erledigt. Auf Feld 19, dann nehmen wir das nämlich mal hier raus. So, haben wir noch was zu tun? Ja, der ist noch unterwegs, das dauert auch noch ein bisschen. Ja, sammeln wir noch mal ein bisschen Silageballen ein. Die nächste Runde einmal, weil wir eh schon so gut wie am Ende der Folge sind, ja, können wir das ganz fix mal noch machen. Auf jeden Fall würde es mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut und auch gerne, wie üblich, ihr kennt es ja, Däumchen, Kommentare, Abos und so weiter und so fort da lasst. Das zeigt mir einfach, dass es euch gefällt. Und wenn man bedenkt, dass wir fast bei Folge 500 sind, ist das schon ein tolles Projekt hier, finde ich. Also, liebe Leute, macht's gut. Bis morgen. Tschüss.